Finde ich schade, dass es keinen Boss gibt. Ich wollte auf sicheren Boden fallen, bevor ich ganz runterfalle. Okay. Ja, müssen wir leider raus aus dem Tiefnest. Noch nicht ganz. Wir müssen noch von der Pilzöde aus einmal reingehen. Damit wir auch wirklich alles einmal gesehen haben. Weil sonst schiebe ich das die ganze Zeit auf und dann müssen wir irgendwann später nochmal rein. Weil jetzt bin ich quasi einmal drin und ja, kann es dann einmal komplett abschließen und dann mal gucken. Das heißt, sobald das Tiefnest fertig ist, dann gehen wir in das Kristallgebiet. Das wäre so das nächste Ziel. Dann zum Mantisdorf. Oben rechts. Ja. Also du willst mir Geld nochmal wegbringen. Aber ansonsten ja. Doch, wir gehen jetzt erstmal so hin. Jan hat mich in der Pause schon umarmt. Keine Sorge. Bitte unten abbiegen. Unten abbiegen. Unten abbiegen. Genau das. Zumindest glaube ich, dass du hier lang musst. Jo. Kannst auch dein Bäumchen endlich holen. Ja. Ach, guck mal, wie schön Gegnerdesign sein kann, wenn es keine acht Beine hat. Und dann irgendwie Na, nach da. reicht. Flupp. Noch ein Stück. Guck mal, wie schön die Pilzöde doch ist. Mit einem Mal, ne? So ein schönes Gebiet. Und jetzt irgendwie. Oh no, da links. Flupp. Ja, und hier unten müsste irgendwo noch unser Bäumchen sein, was ich ja im letzten Backtracking-Stream nicht geholt hatte, weil sich das irgendwie einfach nicht angeboten hat. Da kam ich irgendwo nicht weiter, ne? War das hier? Ach, weil ich hier nicht hochkam, genau. Ich erinnere mich. Auf dem Pilz gelandet. So. Bäumchen. Die Sache ist, ich erinnere mich beim besten Willen nicht mehr dran, wo das war. Da. Okay. Denke mal, das ist mittlerweile auch wieder genug für die Seherin, oder? Wollt ihr die nicht nur 700 haben? Ja, glaube. Belohnungen. Nice. Habe ich mir nach dem Gebiet verdient. Ich habe zwar fairerweise nicht so viel gemacht und du hast das meiste gemacht, aber ich Auch saß cool. zumindest tapfer daneben. Konnte wieder ein bisschen Hollow Knight spielen. Das ist so ein gutes Spiel. Das stimmt. Außer das Tiefnest. Ich mag es auch nicht. Auch wenn ich kein Problem mit Spinnen habe, ich mag einfach dieses Gebiet nicht. Oh. Es ist gameplay-technisch dann doch ein bisschen meh. Da nicht. Waren das jetzt alle? Ich habe das Geräusch gehört. Stolze Krieger. An die Ehre gebunden. Nice. Aber ich finde das voll lieb, wie alle versuchen im Chat positive Stimmung zu verbreiten. Gerade auch vor der Pause, wo ich halt echt fertig war, haben alle versucht, mich irgendwie aufzumuntern. Also, das weiß ich echt zu schätzen, weil, wie gesagt, mir ist sowas dann immer ein bisschen unangenehm. Und ich fand das voll lieb, wie dann wirklich alle versucht haben, mich irgendwie wieder aufzubauen. Und meinten, hey, ist doch alles gar nicht so schlimm, mach dir keinen Kopf, du machst es gut. Das war echt süß von euch. So, wo ist das Loch? Da ist das Loch.
Jetzt, wo ich mir das nochmal angucke, die haben wirklich die ganzen Spinnengegnermasken im Hintergrund aufgespießt. Ja, manche sind jetzt meine Freunde. Wo ging's zum... Ich glaube, links ist am schnellsten. Stimmt. Hier bin ich immer zu den Mantisfürsten gegangen. Ich erinnere mich. Und dann rechts raus. Oh, wie viele Masken die in dem aufgespießt haben. Das sind, glaube ich, echt diese Riesenmasken, diese halbe Maske da. Ja. Ja, hier war mein Weg zu den Mantisfürsten. Ich erinnere mich. Ihr seid cool. Ich verbeuge mich auch. Ich kann es nicht besser. Ihr seid cool, das Tiefnest nicht. Die haben quasi Heilands Nest vor dem Tiefnest bewahrt. Ja. Und haben ihr alles gekillt. Sie haben ihr Bestes gegeben. Dann hast du sie besiegt. Aber sie leben. Du hast sie nicht getötet, du hast sie nur besiegt. Oh, da ist eine Maskenscherbe. Kommt noch nicht dran. Schade. Es kann sein, dass Cornifer hier ist, wenn du von der Seite kommst. Ah. Der ist je nachdem entweder an dem Eingang oder am anderen, je nachdem welche Seite du nimmst. Ist ja auch nett. Dann gibt es quasi keinen falschen Weg ins Tiefnest. Wäre auch etwas gemein, wenn er da wirklich dann ganz am Ende stehen würde. Da links ist noch Geld gewesen. Achso, ich dachte, links wäre auch noch ein Weg. Zumindest aus für mich auch, als wäre da Geld gewesen. Ah ja. Richtig schön versteckt. Ja. Achso, hier muss ich selber hoch. Hier werde ich nicht hochgebeamt. Du musst wahrscheinlich noch wieder aufpassen, dass diese Viecher gefühlt endlich aus dem Boden krabbeln wiederkommen könnten. Da, wo die waren, konnte ich doch auch noch hoch, oder? Mhm. Nein, bitte springen Sie mir nicht ins Gesicht. Ich möchte jetzt auf jeden Fall erstmal genug sammeln, um mein Bankkonto erstmal gut zu füllen, weil dafür gibt es ja auch noch was. Ich glaube, wenn du fast das Maximum, was man einzahlen kann, reinpackst, dann passiert was. Da unbedingt runter möchte. Ich denke eher nicht. Oh, Spruchspinne links. Mhm. Na, da willst du hin. Yes. Hier ist aber nichts. Wäre noch ein bisschen Geld, gut. Huch, da kam er uns weiter. Tja, da hat er die Leiche seines Freundes benutzt, um sich zu tarnen. Aber mehr ist hier nicht, ne? Da oben geht's noch weiter. Wo ist oben? Also da hoch. Achso, ja, das schon, aber ich meinte jetzt hier unten. Achso, nee, ja. Du weißt, was ich meine. Kommen Sie her!
Huch. War runtergeflutscht. Ja. Flutsch und weg. Ich glaube, jetzt hast du den Weg zur heißen Quelle geöffnet damit. Hier warst du nämlich vorhin schon mal. Hm. Da hast du aber, das ist auch den Weg verbunden. Aber da hinten komme ich immer noch nicht unbedingt dran. Wo hinten? An die Scherbe, die ich da wahrscheinlich markiert habe. Mm-mm. Das heißt... Du bist fertig mit dem Tiefen jetzt erstmal. Geil. Wie komme ich hier wieder raus? Welcher Weg ist am schnellsten? Nach oben vielleicht, oder? Du könntest... Oder ich bring dich vielleicht einmal schnell nach unten und du könntest damit ja da zu dem Ding mal hin. Aber wenn ich zum uralten Becken fahre, dann muss ich hier wieder rausklettern. Hm. Weißt du, wie ätzend das ist? Weil hier komme ich nicht dran und ich glaube, hier unten kam ich auch nicht weiter. Ich könnte halt höchstens mit der Bahn einmal komplett hier durchfahren. Also quasi hier hin und dann weiter und dann gucken, wo ich lande. Das könnte ich machen. Ich weiß halt nicht, wie schlau das ist, dann hier noch ein Stückchen weiter zu fahren, irgendwo ins Nirgendwo. Ich gucke nur gerade, ob da Hirschkäferstationen in der Nähe sind. Mhm. Nein. Hm. Ich meine, wir könnten schon bis zum uralten Becken durchfahren. Dann müssten wir aber einmal auf... Wo war ich auf der Bank? Zuletzt. Nee, das ist auch. Nee, vergiss es. Wir könnten durchfahren. Wir könnten hier auf die Bank gehen. Dann könnten wir das Bäumchen holen. Dann könnten wir potenziell hier weiterfahren und gucken, was passiert. Dann vermutlich wieder zurückfahren. Dann hier hochklettern und dann hier. Wäre halt nicht der schönste Weg, aber. Könnte man. Ja. Ja. Oder was wäre deine Idee? Oder wenn du einfach nur raus möchtest, wäre wahrscheinlich wieder nach oben der schnellste Weg. Geradeaus hoch. Okay. Je nachdem, ob du jetzt noch unten ein bisschen weiter erkunden willst oder erstmal raus. Die Sache ist, im Tiefnest an sich sind wir fertig. Yes. Und das uralte Becken, so viel können wir da jetzt auch erstmal noch nicht machen. Mm-mm. Ich könnte hier halt potenziell weiterfahren, aber... Da kommst du prinzipiell nur wieder in ein neues Gebiet. Ja. Deswegen, eigentlich würde ich ja schon gerne die Kristallspitze weiter erkunden. Mhm. Das heißt aber, ich müsste hier einmal runterplumpsen bis zur Bank. Dann habe ich hier und hier noch was, wo ich jeweils erkunden kann. Und hier oben. Jo. Also erstmal wäre es nett, hier wieder rauszukommen. Mhm. Komme ich an Spinnen vorbei? Ich glaube, wenn du nach oben gehst, ja, na, die waren da die Wiederbelebungsviecher kommen. Die waren da auch direkt am Anfang. Der will mich! Schon so ein bisschen cute aus, während er das macht. Mhm. Er will doch nur meine Liebe. So ein Schweinchen, was die Flasche erreichen wollte. Ja. Huch! Nein. Okay, da wollte ich eigentlich nicht landen. Da auch nicht. Omot, danke, dass du nur Drucks einen Sub geschenkt hast. Super lieb von dir. So. Dann irgendwie nach drüben und nach oben, um hier wieder rauszukommen. Huch. Mhm. Ansonsten, wenn ja immer diese Viecher sind, die sich wiederbeleben, ignorieren und weiterlaufen. Da komme ich gar nicht hoch. Ich glaube, du musst links rum.
Stimmt, ich hatte links irgendwo den Shortcut ganz am Anfang gemacht. Also du hattest schon recht mit, du wirst ein ganzes Gebiet brauchen, einen ganzen Stream brauchen für das Gebiet. Mhm. Es ist halt schon nicht gerade klein. Aber dafür hast du jetzt bis auf einen optionalen Boss eigentlich komplett fertig. Dann hier rüber? Mhm. Sprich, du musst theoretisch außer für den einen nicht mehr hier rein. Ja. Und jetzt? Mhm. Da reicht's. Okay. Jetzt irgendwie nach oben? Mhm. Wenn du dich in diesem Raum ganz rechts an der Wand hältst, findest du vielleicht noch was. Okay. Ich weiß noch nicht mehr ungefähr welcher Höhe, aber irgendwo rechts an der Wand. Ich glaube ein bisschen tiefer. Also, da unten tiefer. Ach so, da tiefer an der Wand. Der wollte noch mit. Mhm. Oh! Eine Raupi. Oh. Was? 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 Hä? Das ist Jebait, Raupi. Ja! Okay. Also schon sad, wie die dann am Ende hier liegen. Natürlich. Eine war echt. Ich hätte sogar gedacht, okay, das letzte ist bestimmt dann das echte. Okay, dann halt nicht. Alles will mich einfach töten und alles kriegt plötzlich 8 Beine. Jetzt einfach wieder hoch. Nur Neues. Nein! Es war so gut. Jetzt? Nach links. Das heißt nach links? Da links in den Gang rein. Und weiter hoch. Yes. Meine Güte. Die penetrant. Sie verlassen nun das Tiefnest. Willkommen in der Pilzöde. Bitte fallen Sie da nicht runter. Gott sei Dank. Es ist so das Gefühl, wenn du nach einer, keine Ahnung, 10-stündigen Autofahrt endlich die Autobahn verlässt. So ungefähr. So, wo müssen wir hin? Zur nächsten Hirschkäferstation. Oh. Ja. Ich wollte einen... Ich komme da nicht raus. Einen coolen Sprung in die Freiheit machen, wollte ich sagen. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Ansonsten kannst du, glaube ich, hier unten rum, um hinten wieder rauszukommen. Wobei, es sieht auch nicht besser aus. Nein. Irgendwie komme ich da nicht mehr rüber. Ich glaube, ich habe all meine Energie einfach im Tiefnest gelassen. Wenn ich sterbe, wo lande ich dann? Ich habe keine Ahnung, wo das letzte Mal dich hingesetzt hast. Ich auch nicht. Ich will jemanden schlagen. Nein, dich schlage ich nicht. Nimm deinen Arm da weg. Schlag zu. Nein. Bitte. Nein. Ich möchte von dir geschlagen werden. Nein, möchtest du nicht. Das war so gut. Dann habe ich den aus Panik den letzten Sprung noch korrigiert, obwohl da eigentlich Boden drunter war.
werde hier nie wieder lebend rauskommen. Vielleicht doch. Ich muss hier auch noch rauskommen. Mhm. Kann der Ottifanta mal wegkommen? Hit him! Wie? Springen und schlagen? Jetzt geht er hoch natürlich. Okay. Wir sollten als Plattform nutzen und weiter jumpen nach rechts. Okay. So war das nicht gemeint. Nicht? Nein. Okay. So. Wohin müssen wir jetzt? Weiter zur Station der Königin? Das stimmt. Ich glaube, links hoch. Das versuche ich gerade. Ach so. Falls du das noch nicht mitbekommen hast. Es ist also, als würdest du nach rechts wollen, deswegen hatte ich das. Ja, es ist, was ich will und was ich kann, sind manchmal so zwei verschiedene Sachen. Du kannst vieles und willst noch viel mehr? Ja, genau. So. Ich glaube, wir sind zurück. Mhm. Uff. Yay. Ich weiß, ich muss leider irgendwann noch mal ins Tiefnest, aber ich möchte da nie wieder hin. Das war... Der optionelle Boss ist zumindest nicht sehr tief im Tiefnest drin. Da kommst du recht fix hin. Das war wirklich anstrengend. So. Das ist Gio. 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 Das ist jetzt Gio. Bitteschön. Gio, Kalala. Das hat jetzt auch echt lang gedauert, dadurch zu. Gut, dass du den ganzen Stream für Zeit genommen hast. Also, ich werde jetzt auch nicht noch in die Kristallspitze gehen. Klar, ich weiß, wir haben jetzt die letzten Male auch gerne mal 5 Stunden gestreamt und wir sind jetzt quasi in Anführungszeichen erst bei 4. Aber ich bin so durch vom Tiefnest. Zumindest die Serie noch besuchen. Das ja, aber ich bin. Achso, ich bin ja geheilt von der Bank. Ich bin echt ziemlich fertig. Kannst gleich erstmal was essen. Hierhin, ne? Mhm. Also ich würde halt schon natürlich gerne noch ein anderes Gebiet erkunden, weil ich halt nicht das Gefühl habe, dass ich heute so unglaublich viel selber gemacht habe. Na, aber... Du hast am meisten gelitten heute. Das stimmt. Ich habe am wenigsten gemacht und am meisten gelitten. Deswegen... glaube ich, reicht das dann erstmal, dass wir das Tiefnest fertig haben und können dann beim nächsten Mal die Kristallspitze erkunden. Die war ja auch nicht ohne. Und die ist ja eher ein etwas schwereres Gebiet. Ja. Wobei der hintere Teil des Tiefnests war ja auch schon ordentlich. Das heißt, wir haben die... Ach ja, die Besoffene. Wir haben die Kristallspitze, dann das Grenzgebiet und noch irgendwas, wo wir vom uralten Becken aus hinkommen. Mhm. Also auf jeden Fall erstmal noch mehr als genug. So, 700 haben wir. So, dieses Schloss von ihnen, verzweifelt, aber äußerst gerissen. Ich frage mich, wie lange sie dachten, dass es halten könne. Doch ich verachte sie nicht. Während die Geschichte voranschreitet, stumpfte ich immer mehr gegen ihre Wiederholungen ab. Nimm dein Geschenk und sammle weiter Essenz. 1000 Stück. Nice. Oh. Sehr schön. Das hat sich doch gelohnt. Wie viel habe ich? Oh, doch, war schon richtig. 825. Ein starker Kriegergeist, dann hast du es wieder. Ja. Ich hätte jetzt potenziell, glaube ich, auch genug Talismane, um noch einen Sockel zu kaufen. Meinst du? Wie viel hast du gerade? Fehlte mir nicht denn nur noch einer? Ja, du hast, glaube ich, genau 25, wenn ich mich nicht verzählt habe. Aber ich habe gut mein Geld jetzt ja eh... Moment, das war falsch. Mein Geld eh eben weggegeben. Aber ich könnte potenziell.
Kannst du mal gucken, ob du in der Kristallspitze wieder ein bisschen was sammelst. Ja. Und dann würde ich die wahrscheinlich als nächstes machen, weil ich die halt schon angefangen habe. Und ansonsten haben wir dann, wie gesagt, noch das Grenzgebiet von der Stadt aus und irgendwas Neues finden wir mit Sicherheit auch noch. Aber vielleicht lieber erstmal die Sachen machen, die wir sowieso schon freigeschaltet haben, bevor wir noch 80 andere Sachen irgendwo anfangen. So. Flupp. Auf meine bequeme, mich nicht angreifende Bank. Ja, ich glaube, also ich bin sowas von durch für heute. Und ich glaube, wir insgesamt auch. Warum hast du mir jetzt den Zettel hingelegt, was wir diese Woche alles essen? Ich weiß nicht, der lag da. Ach so. Mit dem kann ich nämlich gerade nichts anfangen. Ich habe ihn dir nur zurückgegeben. Ach so, den hast du wahrscheinlich mit den Hollow Knight Sachen zusammen gerade weggeräumt. Ja. Ja, also prinzipiell haben wir heute zwar nur das Tiefnest gemacht, aber ich finde allgemein, ein ganzes Gebiet pro Stream ist eigentlich eine gute Sache. Man kann zwar meistens eh nicht alles holen, aber eben so viel, wie wir eben geschafft haben. Wie gesagt, ich ging eigentlich davon aus, dass ich ein bisschen besser darauf vorbereitet bin, weil ich mir extra im Vorfeld diese Spuckspinnen angeguckt hatte und ja noch extra geguckt habe, wo die vorkommen. Gut, letztendlich war es dann vielleicht doch nicht unbedingt ganz so gut vorbereitet. Manche Dinge haben mich dann doch leider so ein bisschen kalt erwischt. Aber, ja. Falls irgendwer dachte, meine Phobie wäre ja nicht echt, wurde jetzt wahrscheinlich eines Besseren belehrt nach diesem Stream. Ja, aber ich bin froh, dass wir das geschafft haben. Ich meine, ein bisschen was habe ich auch selber gespielt, so gut es eben ging. Ansonsten hat Jan mir auch viel geholfen bei den ganzen nicht ganz so netten Passagen, nennen wir es mal so. Und ansonsten haben wir auf jeden Fall den Kriegertraum gemacht und auch schon unseren ersten Träumer gefunden, haben jetzt auch noch ein neues Seelengefäß bekommen. Also eigentlich waren wir doch ziemlich erfolgreich. Ich meine, es fühlt sich für mich jetzt nicht unbedingt an, als wenn wir viel gemacht hätten, weil ich halt selbst nicht so viel gemacht habe. Aber ich bin auf jeden Fall echt froh, dass das Gebiet soweit abgeschlossen ist, dass wir da erstmal nicht wieder hin müssen, weil das eben auf vielerlei Ebenen echt anstrengend war. Und das heißt, wir können beim nächsten Mal in eins der neuen Gebiete, was wir ja schon gesehen hatten. Und wenn wir dann potenziell nicht mehr wissen, wo wir hin können, haben wir ja noch jetzt dank der Bahncard so ein paar andere Möglichkeiten, wo wir noch hinfahren könnten. Also ich glaube, Orte zum Erkunden gehen uns erstmal nicht aus. Und ich bin einfach echt froh, dass das Tiefnest jetzt geschafft ist. Also da nochmal reinzugehen, da bin ich jetzt auch nicht so scharf drauf, aber muss ich jetzt ja erstmal zum Glück nicht.